Diese heftige Explosion mitten in einem Wohngebiet sorgt für Angst und Schrecken in Ontario, östlich von Los Angeles in Kalifornien. Ein Terroranschlag oder eine Bombe kann schnell ausgeschlossen werden. Große Mengen an Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik lagern hier in einem Haus. Zwei Menschen sterben bei der Explosion. Warum alles in die Luft fliegt, ist unklar. Es waren einige Leute in der Nähe des Hauses oder im Haus, als die Explosion passierte. Sie konnten das Haus verlassen. Es gab eine leichte Verletzung, aber wir sind uns nicht sicher, ob diese leichte Verletzung durch die Explosion verursacht wurde oder was wirklich passierte. Aber wir haben, wie gesagt, zwei Todesfälle bestätigt. Diese beiden Todesfälle befanden sich im Bereich der Explosion und des Feuers. Und das ist alles, was ich bis jetzt habe. Die Explosion soll sich für die Anwohner wie ein Erdbeben angefühlt haben. Das Feuer greift auf mehrere benachbarte Häuser über. Die Behörden evakuieren weiträumig. Die riesige Rauchwolke ist noch Dutzende Kilometer weit zu sehen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.